Unsere Sonne ist nur einer von Milliarden von Sternen in der Milchstraße. Und unser Sonnensystem nur eines von Milliarden, wenn nicht sogar Billiarden im Universum. Das Hubble-Weltraumteleskop liefert großartige Bilder. Eine faszinierende Reise durch die Geschichte des Alls, beinahe bis zum Urknall zurück. Jeder Fleck, jeder Haufen, jede Lichtquelle. Milliarden Sterne hier, Billionen Sterne dort. Wenn Sie etwas über unseren Platz im Universum lernen wollen, dann werfen Sie einen Blick hinaus. Zu den weit entfernten Galaxien. Unser Universum, das ist Bewegung, Ausbreitung, Licht und Dunkelheit. Das Alter des Universums liegt bei etwa 13,6 Milliarden Jahren. Um das in einen Zusammenhang zu setzen, die Erde und das Sonnensystem sind über 4 Milliarden Jahre alt. Das Universum ist also mehr als dreimal so alt wie die Erde. In den unvorstellbaren Weiten des interstellaren Raumes werden weit entfernte Sterne vom unnachgiebigen Griff der Gravitation zusammengehalten. Über Milliarden von Jahren haben sich aus diesen einzelnen Sternen Galaxien gebildet. Eine Galaxie besteht aus mehreren hundert Milliarden Sternen, die keinesfalls nah beieinander liegen. Die Entfernungen zwischen ihnen sind riesig. Was mich immer wieder erstaunt, ist die enorme Größe der Galaxien. Sie sind unglaublich groß. Wenn die Sonne die Größe eines I-Punktes hätte, dann wäre unsere Galaxie so groß wie die Vereinigten Staaten. Sie sind gigantisch. Die Astronomen wussten schon immer, dass das Band aus Sternen und Staub, das sich über den Nachthimmel zieht, etwas Besonderes sein muss. Dies ist unsere Galaxie. Ein weißer Fleck, dem sie den Namen Milchstraße gaben. Dieses Lichterband besteht aus hunderttausenden Sternen, die man mit dem Auge nicht auseinanderhalten kann. Es sieht aus wie ein milchiger Fluss, daher nannten die antiken Griechen es die Milchstraße. Es gibt 300 Milliarden Sterne in unserer Galaxie und hunderte Milliarden von Galaxien in dem Universum, das wir sehen. Es gibt mehr Sterne im Universum als Sandkörner an allen Stränden der Erde. Wenn Sie sich ein Modell vorstellen, in dem eine Galaxie der Größe eines Eishockey-Pucks entspricht, dann befinden sich die Galaxien im Abstand von einigen Durchmessern eines Pucks zueinander. Hier liegt ein Puck und dort liegt ein Puck. So verteilen sich die Galaxien im Universum. Die Bilder des Hubble-Weltraumteleskops zeigen uns die Vielfalt der fremden Galaxien. Der Sombrero-Nebel. Er ist auch als M104 bekannt. Als eines der größten Objekte eines gigantischen Galaxienhaufens beinhaltet der Sombrero-Nebel nahezu die 800 milliardenfache Masse unserer Sonne. Im Vergleich zu unserer Milchstraße hat der Sombrero-Nebel ein wesentlich bauchigeres Zentrum im Verhältnis zu seinen eng gewundenen Spiralarmen. Dieses Bild des Sombrero-Nebels ist ein Musterbeispiel dafür, was passiert, wenn drei der besten Weltraumteleskope der Welt zusammenarbeiten. Das Röntgenteleskop Chandra liefert uns ein Bild der hochenergetischen Röntgenstrahlung, die der Sombrero-Nebel ausstrahlt.
Das Hubble-Weltraumteleskop erstellt Bilder im optischen Bereich. Es nimmt das sichtbare Licht auf, das über mehrere Millionen Lichtjahre bis zur Erde kam. Und schließlich das Spitzer-Weltraumteleskop. Es liefert Infrarotbilder und erfasst die Wärmequellen des Sombrero-Nebels. Diese drei Bilder zusammen bieten einen erstaunlichen und unvergleichlichen Einblick in eine Galaxie, die 28 Millionen Lichtjahre entfernt liegt. M51, die Whirlpool-Galaxie. Sie besitzt eine deutlich ausgeprägte Spiralstruktur, wie Zuckerwatte. Im Zentrum der Whirlpool-Galaxie liegen die Sterne so dicht beieinander, dass man dort, auf einem Planeten, Tag und Nacht unter einem hell erleuchteten Himmel leben würde. Centaurus A. Diese Galaxie sendet riesige Mengen an Radiowellen aus. Wie eine interstellare Radiostation sendet sie ihr Signal Tag für Tag durch das ganze Universum. Sie ist die nächstgelegene, sogenannte aktive Galaxie. Das sind Galaxien, die gewaltige Energiemengen aus ihrem Kern ausstoßen. Das ist das Hubble Ultra Deep Field Bild. Es wurde mit dem Hubble-Weltraumteleskop erstellt und zeigt, wie enorm groß und ausgedehnt das Universum ist. Und dass diese weit entfernten Weltenräume alles andere als leer sind. Wenn man weit genug in das Universum blickt, sieht man auch in die Zeit zurück. Man kann die Zeitlinie des kosmischen Geschehens zurückverfolgen und sieht Galaxien in einem sehr jungen Stadium. Das Hubble Ultra Deep Field ist eine Art Zeittunnel. Wir sehen, wie Galaxien aussahen, lange bevor die Erde und unser Sonnensystem existierten. Die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt und wir sehen hier Galaxien, die dreimal so alt sind. Das Licht verließ diese Objekte lange bevor es die Erde gab. Die nächste große Nachbargalaxie liegt über 2 Millionen Lichtjahre von uns entfernt, der Andromeda-Nebel. Das Licht des Andromeda-Nebels benötigt über 2 Millionen Jahre, um zu uns zu kommen. Wir sehen also, wie er damals ausgesehen hat. Und diese Galaxie liegt nicht einmal weit entfernt. Je weiter man in das Universum blickt, umso weiter sieht man in die Vergangenheit zurück. Um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, muss man nur einen der eindrucksvollsten Ausblicke der Welt genießen. Den auf den majestätischen Grand Canyon. Wenn man hinabblickt, werden die Steinschichten immer älter. Und wir erkennen, wie zu einer bestimmten Zeit die Umwelt war. Wir bekommen einen Einblick in die geologische Geschichte dieser Region und wissen letztendlich, wie die Umgebung hier vor Millionen von Jahren ausgesehen hat. Wenn Astronomen immer weiter entfernte Sterne beobachten, können sie deren Entwicklung im Laufe der Geschichte des Universums sehen. Seit den ersten Tagen der Astronomie wurden die verschiedensten Formen und Größen von Galaxien beobachtet. Die zwei Haupttypen von Galaxien sind die Spiralgalaxien, wie unsere Milchstraße mit Spiralarmen in einem dünnen Sternenband, und die elliptisch geformten Galaxien ohne Spiralarme. Die Spiralgalaxien bestehen aus sehr viel Gas und Staub, woraus neue Sterne entstehen. Während in den elliptischen Galaxien die Sterne wohl schon vor langer Zeit entstanden und wenig Gas und Staub vorkommt. Es gibt auch die irregulären Galaxien, die ebenfalls viel Gas und Staub enthalten, aber keine schöne Spiralenform haben. Diese weit entfernten Sternenhaufen sind für die Astronomen leichter zu entdecken, wenn sie die strahlenden Leuchtfeuer suchen, die sich bei vielen von ihnen im Zentrum befinden. Gewaltige, unbeständige Herzen schlagen im Zentrum vieler der fernen Galaxien. Sie senden oft mehr Energie aus als alle anderen Sterne ihres Systems zusammen und überstrahlen diese. Das sind die aktiven galaktischen Kerne. In manchen Galaxien finden wir extrem mächtige Antriebe im Inneren, die eine gewaltige Menge an Licht produzieren.
Wir wissen, dass sie sehr weit entfernt sind und trotzdem strahlen sie sehr hell. Sie müssen also jede Sekunde ungeheure Mengen an Energie ausstrahlen. Zu den kräftigsten und energiereichsten der aktiven galaktischen Kerne zählen die mysteriösen Phänomene der Quasare. Quasare oder quasi-stellare Objekte sind sehr weit entfernt und leuchten ungemein hell. Der hellste von ihnen leuchtet etwa 2 Billionen Mal so hell wie unsere Sonne. Eindrucksvolle Ströme elektromagnetischer Energie erhellen wie ein Leuchtfeuer den Himmel, Milliarden von Kilometern weit. Diese Energiequellen zeigen uns auf atemberaubende Art und Weise die Strahlkraft des Universums. Ein Quasar alleine kann heller strahlen als eine gesamte Galaxie. Das Hubble-Weltraumteleskop hat Bilder des Quasars 3C273 gemacht, auf denen man sieht, wie seitlich ein großer Strahl Materie herausschießt, der beinahe der Größe der Galaxie selbst entspricht. Diese aktiven nuklearen Kerne sind wirklich sonderbar. Die aktiven galaktischen Kerne zeigen, der Weltraum ist ein gefährlicher Ort. Es hat sich herausgestellt, dass sich eine gewaltige Kollision anbahnt. Und das in unserer unmittelbaren Nähe. Der Übeltäter? Eine Galaxie namens Canis Major Zwerggalaxie. Wie der Name schon sagt, sind Zwerggalaxien klein, wodurch sie noch schwerer zu entdecken sind. Die Canis Major Zwerggalaxie bewegt sich auf die Milchstraße zu. Zwei Galaxien befinden sich auf Kollisionskurs und aufgrund der Gravitation ist ein Zusammenstoß unvermeidlich. Wenn eine kleine Galaxie zu nah an eine große herankommt, wirken deren Schwerkräfte auf sie ein. Die Gravitationskraft der größeren Galaxie zieht und zerrt an den Sternen der kleineren. Eine Ansammlung von Galaxien in relativ geringer Entfernung zueinander bewegt sich wie hier von den Pucks dargestellt. Sie kreisen gemeinsam um ihren Schwerpunkt und bewegen sich quer durch das All. Da sie relativ nah beieinander sind, stoßen immer wieder einmal zwei davon zusammen. Wenn das geschieht, wird die Form der Galaxie verzerrt, denn sie besteht aus Milliarden von Sternen. Und auf jeden einzelnen wirkt die Gravitation aller anderen ein. Dadurch bilden sich Sternenketten. Und so können sich ehemals weit entfernte Sterne fremder Galaxien, die Millionen oder gar Milliarden Kilometer durch den Weltraum rasen, mit unserem Sonnensystem vereinen. Aber warum verbinden sich Sterne zu einer Galaxie? Warum verschmolzen Materie und Masse des Universums zu diesen atemberaubenden Strukturen? Um die Antwort zu finden, müssen wir unsere Uhren Millionen und Milliarden von Jahren zurückdrehen. Wenn man weit genug zurückgeht, erreicht man ein Stadium, in dem Materie, Zeit und Raum in einem unendlich kleinen Punkt zusammengepresst waren. Zu einer Anfangssingularität unendlicher Dimension. Dieser Punkt explodierte in einem spektakulären Urknall. Vor langer Zeit waren die Materie und Energie, aus der auch alle anderen Galaxien entstanden sind, daher nicht weit von uns entfernt. Alles, was jemals zu einer Galaxie wurde, hat seinen Ursprung in dieser Anfangssingularität, die der Urknall genannt wird.
Spulen wir den Film des Universums in unseren Gedanken zurück, kommen wir irgendwann an einen Punkt, an dem die Dichte extrem hoch ist. Geht man weit genug zurück, befindet sich alle Masse und Energie des Universums an einem einzigen Ort mit unendlicher Dichte. Die Ausweitung des Universums zeigt uns etwas Grundlegendes. Das Universum hat einen Ursprungspunkt. In den Augenblicken nach dem Urknall nahmen die Gesetze unseres Universums und die Sterne ihre Gestalt an. Eines der wichtigsten Gesetze war das der Gravitationskraft. Nach dem Urknall dehnte sich das Universum aus. Doch einige Teile waren dichter als andere. Diese dichteren Teile begannen sich aufgrund der Gravitation zusammenzuziehen und formten Galaxien. Aus Gaswolken innerhalb der sich zusammenziehenden Materiehaufen entstanden die Sterne, da sie sich stärker als die Gesamtwolke verdichteten. Bis sich die ersten Galaxien zusammenfügten, vergingen Hunderte von Millionen Jahren. Wir wissen nicht genau, wann das geschah. Doch die ersten Galaxien existierten wohl schon 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall. Und die ersten Objekte setze ich bei 500 Millionen Jahren nach dem Urknall an. Innerhalb dieses Zeitraums fingen also die ersten Objekte zu leuchten an. Wir haben noch kein Stadium entdeckt, in dem es überhaupt keine Galaxie gegeben hat. Um mehr über fremde Galaxien zu lernen, müssen wir zunächst die vielen Rätsel unserer eigenen Milchstraße lösen. Wenn wir unsere Galaxie beobachten, haben wir das Problem, dass wir selbst ein Teil davon sind. Wir können nur das sehen, was wir von innen sehen. Gas und Staub behindern unsere Sicht, sodass wir von unserer Position aus in viele Richtungen nicht sehr weit sehen. Man geht davon aus, dass die Milchstraße eine Balkenspiralgalaxie mit einem Durchmesser von 100.000 Lichtjahren ist und einen 3.000 Lichtjahre dicken Kern hat. Die meisten Galaxien des Universums sind kleiner. Die Milchstraße und viele andere ferne Galaxien ähneln Städten mit einem dichten Stadtzentrum und weniger dichten Vororten. In Spiralgalaxien wie unserer Milchstraße gleicht ein Ausflug zu den Vororten einer Fahrt über eine Ausfallstraße. Die Sterne unserer Galaxie kreisen alle um einen Mittelpunkt. Die Erde ist etwa 30.000 Lichtjahre davon entfernt und wir benötigen ca. 250 Millionen Jahre, um ihn einmal zu umkreisen. Alle Sterne bewegen sich auf ihren Umlaufbahnen um die Galaxie herum. Wie entstehen nun diese wunderschönen Spiralarme? Sie sind eine Art Dichtewelle, ein Fleck, an dem die Sterne und die Galaxie ein klein wenig dichter sind als der Rest der Galaxie. Einige Sterne bewegen sich in die Dichtewellen hinein, andere wieder hinaus. Doch die Dichtewellen bleiben erhalten und das ist der Spiralarm. Im Endeffekt ist es also nichts anderes als ein Stau auf der Autobahn. Durch irgendein Ereignis verlangsamt ein Stern seine Bewegung, eine Wechselwirkung in der Gravitation und bremst auch andere Sterne ab und schon hat man einen Verkehrsstau. Galaxien formen diese Dichtewellen also naturgemäß. Zweieinhalb Millionen Lichtjahre entfernt wirbelt ein bedrohliches Gegenstück zu unserer Galaxie herum und wirft ein wachsames Auge auf die Milchstraße. Es ist der Tanzpartner unserer Galaxie, unser größter Nachbar und unsere große Nemesis. Er heißt M31, ist jedoch besser bekannt als Andromeda-Nebel. Der Andromeda-Nebel ist eine Spiralgalaxie und ungefähr so groß wie unsere Milchstraße.
Er hat also etwa 100.000 Lichtjahre Durchmesser. Allerdings etwas weniger aktive Sternenformationen, aber sonst sind sich beide sehr ähnlich. Der Andromeda-Nebel ist wahrscheinlich das Produkt einer Vereinigung von mehreren kleinen Galaxien. Eine dieser Galaxien könnte für den doppelten Kern des Andromeda-Nebels verantwortlich sein. In seinem Zentrum wurden zwei riesige Klumpen entdeckt. Seit Jahrhunderten werfen wir auf der Erde ein Auge auf unseren Billionen Sterne schweren Nachbarn. Persische Texte aus dem 10. Jahrhundert erwähnen diese kleine Wolke am Himmel. Doch zu jener Zeit konnte man nicht ahnen, dass der Andromeda-Nebel eine eigenständige Galaxie ist, die 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt liegt. Es ist das am weitesten entfernte Objekt des Universums, das man noch mit bloßem Auge erkennen kann. Den Zusammenprall mit einer Zwerggalaxie könnte die Milchstraße überstehen. Doch das Aufeinandertreffen mit dem Andromeda-Nebel ist nicht nur unvermeidbar. Es wird auch die galaktische Landschaft für immer verändern. Die Gravitation, die produktivste Kraft des Universums, ist die Kraft, die den Andromeda-Nebel und die Milchstraße immer näher zueinander zieht. Irgendwann, in ferner Zukunft, werden diese beiden Spiraltitanen zusammenstoßen. Die Milchstraße und der Andromeda-Nebel nähern sich einander mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Mehrere hundert Kilometer pro Sekunde. Sie sind noch sehr weit voneinander entfernt, doch in einigen Milliarden Jahren werden sie sich im Weg stehen. Eine Kollision ist unausweichlich. Einzelne Sterne werden wohl nicht zusammenprallen. Dazu ist zu viel Platz zwischen den Sternen. Doch der Zusammenstoß wird gewaltige Auswirkungen auf die Milchstraße haben. Einige Sterne werden in das schwarze Loch in der Mitte geworfen und andere ins All geschleudert. Der ganze Nachthimmel wird sich dramatisch verändern. Die ständige Bewegung der Galaxien und der Zeitrahmen dieses Geschehens sind nur schwer zu begreifen. Der Andromeda-Nebel ist so nahe an der Milchstraße, dass die Gravitation sie näher zusammenbringt. Doch fast alle anderen Galaxien, die wir sehen können, bewegen sich von uns weg. Unserer Erfahrung nach wird bei einer Explosion alles vom Zentrum aus weggesprengt. Gibt es also einen leeren Mittelpunkt im Universum? Sind die Galaxien Granatsplitter, die vom Ort der Explosion wegfliegen? Nein. Und das ist das Außergewöhnliche. Innerhalb unseres Universums dehnt sich der Raum selbst immer weiter aus. Jeder kleine Raum wie hier zwischen meinen Händen unterliegt dem Druck der Ausdehnung. Diese Ausdehnung wurde 1929 von dem Astronomen Edwin Hubble nachgewiesen. Er legte damit den Grundstein für die moderne Astronomie. Das Universum dehnt sich mit der Zeit aus, auch der Raum selbst. Nehmen wir nun ein eindimensionales Beispiel für ein Universum. Hier haben wir ein hypothetisches Universum aus Tischtennisbällen, die die Galaxien darstellen. Wenn ich dieses Gummiband dehne, bewegen sich die Galaxien voneinander weg. Sehen Sie? Wir konzentrieren uns jetzt auf diesen hier. Die Bälle, die weiter entfernt sind, bewegen sich schneller als diejenigen, die näher dran sind.
Denn es gibt mehr Platz zwischen diesem hier und denen, die weiter entfernt sind. Das ist ein gutes Modell für die Beobachtungen Hubbles. Zu einem gegebenen Zeitpunkt bewegen sich die weiter entfernten Galaxien schneller als die näher aneinanderliegenden. Beachten Sie auch, dass keine Galaxie als das Zentrum des Universums betrachtet werden kann. Sicher, aus der Sicht dieser hier, bewegen sich alle von ihr weg. Doch beobachtet man nur diese hier, sieht man, dass sich alle Galaxien auch von dieser hier entfernen. Es spielt also keine Rolle, auf welcher Galaxie man sich befindet. Die anderen bewegen sich immer von einem weg. Genauso verhält es sich im gesamten sich ausdehnenden Universum. Keine Galaxie steht im Mittelpunkt des Universums. Früher dachte man, die Erde wäre der Mittelpunkt des Universums. Und alle Planeten und die Sonne würden sich um sie drehen. Die Sterne würden täglich einmal um die Erde kreisen. Dann entdeckte man, dass unsere Sonne nur einer von vielen Sternen ist, der durch das uns bekannte Universum zieht. Doch die Entdeckung von Hubble lehrte uns nicht nur, dass unser Planet einer von vielen Planeten ist, sondern auch, dass unsere Galaxie eine von vielen vermutlich sehr ähnlichen Galaxien ist. Dass unsere Galaxie nicht einzigartig ist, hat unsere Weltsicht grundlegend geändert. Doch was befindet sich in unserer galaktischen Nachbarschaft? Lernen Sie die lokale Gruppe der Galaxien kennen. Eine Gruppe mit ständig steigender Mitgliederzahl. Unsere lokale Gruppe ist ein Cluster aus etwa 3 Dutzend Galaxien. Unsere Milchstraße und der Andromeda-Nebel M31 sind die 2 dominierenden Galaxien. Die meisten anderen sind kleine Zwerggalaxien. Jede Galaxie umkreist eine kleine Gruppe von Satellitengalaxien. Die großen Galaxien kreisen wiederum umeinander, da sie durch die Masse der anderen angezogen werden. Die kleinen kreisen also um die großen, und die großen umkreisen sich gegenseitig. Es sind über 30 Galaxien, die alle um einen gemeinsamen Schwerpunkt kreisen. Die 2 bekanntesten Zwerggalaxien der lokalen Gruppe sind die kleine und die große Magellansche Wolke. Wissenschaftler gehen davon aus, dass diese Wolken dank der Schwerkraft unserer Galaxie die Milchstraße umkreisen. Die Schwerkraft ist allerdings eine wechselseitige Angelegenheit. So wirkt sich die Gravitationskraft dieser Wolken auch auf Teile unserer Galaxie aus. Als Astronomen die Energiemaßen, die die beiden Magellanschen Wolken ausstrahlen, entdeckten sie, dass dort andere Stoffe als in unserer Galaxie vorherrschen. Die Wolken sind reicher an Wasserstoff und Helium als die Milchstraße und es gibt weniger Metalle. Die Wissenschaft glaubt deshalb, dass die Sterne dieser Wolken jünger sind. Den Tanz der Gravitation zwischen den Wolken und der Milchstraße gibt es schon seit Milliarden von Jahren. Währenddessen findet im Zentrum der Milchstraße ein anderer und weitaus mysteriöserer Kampf statt. Wenn man durch Staub, Gas und ältere Sterne in die Mitte unserer Galaxie blickt, stößt man auf etwas Furchteinflößendes. Etwas, auf das sich die normalen Gesetze von Zeit und Raum nicht anwenden lassen.
In der Mitte unserer Galaxie und wahrscheinlich jeder Galaxie lauert eine gewaltige Bestie mit einem ungeheuerlichen Hunger. Eine Bestie, vor der es kein Entkommen gibt. Im Herzen der Milchstraße liegt eine Region, die alles in sich einsaugt. Das ist der Punkt ohne Wiederkehr. Ein supermassereiches, schwarzes Loch. Ein schwarzes Loch ist ein astronomisches Objekt, in dem sich extrem viel Masse auf sehr kleinem Raum konzentriert. Seine Schwerkraft ist so stark, dass nicht einmal das Licht genug Energie hat, um auszutreten. Schwarze Löcher entstehen durch die Explosion eines gewaltigen Sterns. Dessen Kern dann zu einem schwarzen Loch zusammenfällt. Es gibt auch supermassereiche schwarze Löcher im Inneren von Galaxien. Wie massereich? Etwa 4 Millionen Mal die Masse unserer Sonne. Manchmal verschlucken schwarze Löcher ganze Sterne. Dadurch entstehen heftige Explosionen, die Gammastrahlenblitze genannt werden. Für einen Gammastrahlenblitz muss ein Objekt Milliarden oder sogar Billionen Grad heiß werden. Wir sehen also etwas unglaublich Heißes. In manchen Fällen waren die Galaxien um die 10 Milliarden Lichtjahre entfernt. Die Gammastrahlenblitze waren so hell, dass man ein Nachtleuchten gesehen hätte, wenn man mit einem Fernglas zur richtigen Zeit in die richtige Richtung gesehen hätte. Man hätte mit einem Fernglas etwas gesehen, was 10 Milliarden Lichtjahre entfernt am anderen Ende des Universums passiert ist. Stellen Sie sich vor, was das für eine enorme Explosion wäre. Wenn in der Mitte unserer Galaxie ein supermassereiches schwarzes Loch ist, lauern dann vielleicht in der Mitte aller fremden Galaxien auch solche schwarzen Löcher? Die neuesten Ergebnisse zeigen, dass die meisten Galaxien ein supermassereiches schwarzes Loch in ihrem Zentrum haben. Sie sind Millionen oder sogar Milliarden Mal so groß wie unsere Sonne. Sie scheinen eine ganz normale Erscheinung einer Galaxie zu sein. Schwarze Löcher verschlucken Materie. Doch nur wenige Prozent des Universums bestehen aus sichtbarer Materie, wie Sternen, Planeten, Gas und Staub. Doch woraus besteht der Rest des Universums, das nach dem Urknall entstand? Was füllt die fremden Galaxien aus? Viele Wissenschaftler vermuten, dass es sich um eine mysteriöse Substanz mit dem Namen dunkle Materie handelt. Dunkle Materie ist fantastisch. Wir wissen, dass sie existiert und Schwerkraft ausübt. Der beste Beweis für ihre Existenz ist die Drehgeschwindigkeit der Spiralgalaxien. Sie drehen sich schneller, als sie sich ohne die zusätzliche Masse der unsichtbaren Materie drehen würden.
Richard Ellis, Professor an der Caltech in Kalifornien, bereitete den Weg für eine neue Technik, um eine dreidimensionale Karte des Universums zu erstellen. Dynamische Daten zeigen zum ersten Mal, dass es eine Menge dunkle Materie im Universum gibt. Wir können dunkle Materie auch durch ein bemerkenswertes Phänomen herleiten, das Albert Einstein vorhersagte, den Gravitationslinseneffekt. Licht wird durch dunkle Materie abgelenkt, wie wenn es durch ein gebogenes Glas scheint. Da, wo wir Anzeichen gekrümmter Lichtstrahlen wahrnehmen, können wir annehmen, dass viel dunkle Materie vorhanden ist. Wir müssen die dunkle Materie nicht direkt sehen. Sie scheint nicht, sie streut kein Licht. Doch der Effekt, den sie auf Lichtstrahlen hat, die durch Klumpen dunkler Materie strahlen, lässt auf ihre Präsenz schließen. Wir können Karten mit ihrer Verteilung erstellen, auch wenn wir sie nicht sehen. Ein weiterer Vorteil einer Gravitationslinse ist, dass sie eine Art Vergrößerungsglas darstellt. Wenn man durchsieht, sieht man die Dinge größer und heller. Diese Linsen sind wie ein natürliches Teleskop im Weltall. Die dunkle Materie spielt eine zentrale Rolle in der Entstehung und der Entwicklung der Galaxien. Doch es gibt eine weitere dunkle Kraft, die für das Wachstum verantwortlich ist. Im kosmischen Maßstab rasen die Galaxien aufgrund der fortwährenden Ausdehnung des Universums von uns davon. Doch was treibt das Universum dazu, sich auszuweiten? Die einzige Antwort der Wissenschaft darauf ist eine mysteriöse, dunkle Energie. Dunkle Energie ist noch merkwürdiger als dunkle Materie. Dunkle Energie bewirkt, dass das Universum sich immer schneller ausdehnt. Faster and faster with time. Diese Ausdehnung begann mit der Entwicklung des Universums und hat sich in den letzten Milliarden Jahren beschleunigt. Denn die dunkle Energie, die sie verursacht, hat mit der Zeit zugenommen. Die Kraft der Gravitation, die die Galaxien aneinander bindet, nimmt mit der Zeit ab, da der Raum zwischen den Galaxien stetig wächst. Anstatt die Ausdehnung des Universums abzubremsen, beschleunigt die dunkle Energie sie. Und sie tut das seit 4 oder 5 Milliarden Jahren. Vielleicht wird das Schicksal des Universums und die Auswirkungen, die schwarze Löcher, dunkle Materie und dunkle Energie auf die Menschheit haben, in 1 Milliarde oder 1 Billion Jahren bekannt sein. Wenn ein Stern zu nah an das schwarze Loch im Herzen einer Galaxie gerät, bricht Chaos aus. Das ist eines der Ergebnisse der Galaxy Evolution Explorer Mission, kurz GALEX. Der Galaxy Evolution Explorer Satellit ist ein Teleskop, das die ultravioletten Wellen des Universums untersucht. Diese Wellen sind bedeutend für die Erforschung junger Sterne und ihrer Entstehung in Galaxien, die bis zur Hälfte des Alters des Universums entfernt liegen, somit viele Milliarden Jahre in der Vergangenheit. Im UV-Bereich sehen wir auch helle Lichterscheinungen, die entstehen, wenn ein Stern von einem schwarzen Loch verschluckt wird. Der Stern wird auseinandergerissen und das Gas des Sterns stürzt in das schwarze Loch. Ein Teil des Gases wird wieder mit hoher Geschwindigkeit ausgestoßen.
Doch der Rest des Gases stürzt in das Schwarze Loch, wird extrem erhitzt und entwickelt dabei dieses strahlende Leuchtfeuer aus UV- und Röntgenstrahlung. Durch Galax konnten Suvi Ghezari und weitere Forscher beobachten, wie so etwas geschieht, 4 Milliarden Lichtjahre entfernt. Galax, das Hubble und das Spitzer Weltraumteleskop bekommen bald einen neuen Nachbarn. Er wurde dazu entwickelt, Bilder von fremden Galaxien aufzunehmen. Das James Webb Weltraumteleskop soll ab 2013 im Einsatz sein und auf völlig neue Art das Infrarotspektrum untersuchen. Mit Hilfe dieses Teleskops hoffen die Wissenschaftler, durch den Nebel und die Sterne, die uns den Blick auf die Mitte der Milchstraße verdecken, hindurchsehen zu können. Dadurch soll ein genaueres Bild nicht nur unserer, sondern auch aller fremden Galaxien entstehen. Das James Webb Weltraumteleskop unterscheidet sich in 2 Punkten vom Hubble-Teleskop. Erstens ist es durch einen größeren Spiegel leistungsfähiger. Zweitens arbeitet es mit etwas längeren Infrarotstrahlen. Beiden ist jedoch gemeinsam, dass sie sich jenseits der atmosphärischen Turbulenzen befinden, die die Astronomen daran hindern, perfekte Bilder von 99% des Himmels zu erhalten. Die Erdatmosphäre ist turbulent, daher bekommen wir nur unscharfe Bilder der Sterne. Wenn die Erde keine Atmosphäre hätte, könnten wir die Sterne als klare Lichtpunkte sehen. Da das Licht aber die Atmosphäre durchdringen muss, wird es verzerrt und macht den Stern zu einem unscharfen Klumpen. Es gibt 2 Möglichkeiten, diesen Fehler zu beheben. Einer ist, in den Weltraum zu fliegen. Der andere ist, das Teleskop auf der Erde so zu verbessern, dass es die Effekte der Turbulenzen ausgleicht. Diese Technologie nennt man adaptive Optik. Die adaptive Optik bemisst das Bild einer Galaxie über seine Spiegelung auf einem anderen leuchtenden Objekt, wie einem nahegelegenen Stern. Man benötigt einen sehr hellen Stern. Die Bemessungen werden mehrere hundert oder tausend Mal pro Sekunde durchgeführt und dazu braucht man etwas sehr Helles. Die meisten Sterne sind dafür nicht hell genug. In Sternwarten wie dem Keck-Observatorium auf Hawaii wird ein Laserstrahl zur Unterstützung der adaptiven Optik benutzt, um für die Schnappschüsse mehr Licht zu haben. Man kann ihn auf jeden Punkt im Himmel ausrichten. So erhält man hoch aufgelöste, sehr scharfe Bilder fast des gesamten Himmels. Diese Bilder sind 10 bis 20 Mal schärfer als Bilder ohne adaptive Optik. Dies ist natürlich nur ein weiteres Werkzeug, um die entlegenen fremden Galaxien näher an die Erde zu bringen. Das Universum bietet vielen Dingen Platz, die größer als unser kleiner Planet Erde sind. Größer als unser Sonnensystem. Größer als unsere Galaxie. Wenn man sich bewusst macht, dass unsere Milchstraße nur eine von mehreren 100 Milliarden Galaxien ist, dann fühlt man, dass man ein Teil von etwas viel Größerem ist als dem Planeten Erde. Ob man will oder nicht, das ist unsere Stellung im Universum. Ein Fleck auf einem Fleck auf einem Fleck. Nur eine kleine blaugrüne Oase des Lebens, die in einem unermesslichen Ozean aus fremden Galaxien schwimmt. Wenn Sie sich ein Modell vorstellen, in dem eine Galaxie der Größe eines Eishockeypucks entspricht, dann befinden sich die Galaxien im Abstand von einigen Durchmessern eines Pucks zueinander. Hier liegt ein Puck und dort liegt ein Puck. So verteilen sich die Galaxien im Universum. Die Bilder des Hubble-Weltraumteleskops zeigen uns die Vielfalt der fremden Galaxien.
der Sombrero-Nebel. Er ist auch als M104 bekannt. Als eines der größten Objekte eines gigantischen Galaxienhaufens beinhaltet der Sombrero-Nebel nahezu die 800 Milliardenfache Masse unserer Sonne. Im Vergleich zu unserer Milchstraße hat der Sombrero-Nebel ein wesentlich bauchigeres Zentrum im Verhältnis zu seinen eng gewundenen Spiralarmen. Dieses Bild des Sombrero-Nebels ist ein Musterbeispiel dafür, was passiert, wenn drei der besten Weltraumteleskope der Welt zusammenarbeiten. Das Röntgenteleskop Chandra liefert uns ein Bild der hochenergetischen Röntgenstrahlung, die der Sombrero-Nebel ausstrahlt. Das Hubble-Weltraumteleskop erstellt Bilder im optischen Bereich. Es nimmt das sichtbare Licht auf, das über mehrere Millionen Lichtjahre bis zur Erde kam. Und schließlich das Spitzer-Weltraumteleskop. Es liefert Infrarotbilder und erfasst die Wärmequellen des Sombrero-Nebels. Diese drei Bilder zusammen bieten einen erstaunlichen und unvergleichlichen Einblick in eine Galaxie, die 28 Millionen Lichtjahre entfernt liegt. M51, die Whirlpool-Galaxie. Sie besitzt eine deutlich ausgeprägte Spiralstruktur, wie Zuckerwatte. Im Zentrum der Whirlpool-Galaxie liegen die Sterne so dicht beieinander, dass man dort, auf einem Planeten, Tag und Nacht unter einem hell erleuchteten Himmel leben würde. Centaurus A. Diese Galaxie sendet riesige Mengen an Radiowellen aus. Wie eine interstellare Radiostation sendet sie ihr Signal Tag für Tag durch das ganze Universum. Sie ist die nächstgelegene, sogenannte aktive Galaxie. Das sind Galaxien, die gewaltige Energiemengen des Universums und die Auswirkungen, die schwarze Löcher, dunkle Materie und dunkle Energie auf die Menschheit haben, in einer Milliarde oder einer Billion Jahren bekannt sein. Wenn ein Stern zu nah an das schwarze Loch im Herzen einer Galaxie gerät, bricht Chaos aus. Das ist eines der Ergebnisse der Galaxy Evolution Explorer Mission, kurz GALEX. Der Galaxy Evolution Explorer Satellit ist ein Teleskop, das die ultravioletten Wellen des Universums untersucht. Diese Wellen sind bedeutend für die Erforschung junger Sterne und ihrer Entstehung in Galaxien, die bis zur Hälfte des Alters des Universums entfernt liegen, somit viele Milliarden Jahre in der Vergangenheit. Im UV-Bereich sehen wir auch helle Lichterscheinungen, die entstehen, wenn ein Stern von einem schwarzen Loch verschluckt wird. Der Stern wird auseinandergerissen und das Gas des Sterns stürzt in das schwarze Loch. Ein Teil des Gases wird wieder mit hoher Geschwindigkeit ausgestoßen. Doch der Rest des Gases stürzt in das schwarze Loch, wird extrem erhitzt und entwickelt dabei dieses strahlende Leuchtfeuer aus UV- und Röntgenstrahlung. Durch GALEX konnten Suvi Gesari und weitere Forscher beobachten, wie so etwas geschieht, 4 Milliarden Lichtjahre entfernt. GALEX, das Hubble und das Spitzer Weltraumteleskop bekommen bald einen neuen Nachbarn. Er wurde dazu entwickelt, Bilder von fremden Galaxien aufzunehmen. Das James Webb Weltraumteleskop soll ab 2013 im Einsatz sein und auf völlig neue Art das Infrarotspektrum untersuchen.
Mit Hilfe dieses Teleskops hoffen die Wissenschaftler, durch den Nebel und die Sterne, die uns den Blick auf die Mitte der Milchstraße verdecken, hindurchsehen zu können. Dadurch soll ein genaueres Bild nicht nur unserer, sondern auch aller fremden Galaxien entstehen. Des Universums zu erstellen. Dynamische Daten zeigen zum ersten Mal, dass es eine Menge dunkle Materie im Universum gibt. Wir können dunkle Materie auch durch ein bemerkenswertes Phänomen herleiten, das Albert Einstein vorhersagte, den Gravitationslinseneffekt. Licht wird durch dunkle Materie abgelenkt, wie wenn es durch ein gebogenes Glas scheint. Da, wo wir Anzeichen gekrümmter Lichtstrahlen wahrnehmen, können wir annehmen, dass viel dunkle Materie vorhanden ist. Wir müssen die dunkle Materie nicht direkt sehen. Sie scheint nicht, sie streut kein Licht. Doch der Effekt, den sie auf Lichtstrahlen hat, die durch Klumpen dunkler Materie strahlen, lässt auf ihre Präsenz schließen. Wir können Karten mit ihrer Verteilung erstellen, auch wenn wir sie nicht sehen. Ein weiterer Vorteil einer Gravitationslinse ist, dass sie eine Art Vergrößerungsglas darstellt. Wenn man durchsieht, sieht man die Dinge größer und heller. Diese Linsen sind wie ein natürliches Teleskop im Weltall. Die dunkle Materie spielt eine zentrale Rolle in der Entstehung und der Entwicklung der Galaxien. Doch es gibt eine weitere dunkle Kraft, die für das Wachstum verantwortlich ist. Im kosmischen Maßstab rasen die Galaxien aufgrund der fortwährenden Ausdehnung des Universums von uns davon. Doch was treibt das Universum dazu, sich auszuweiten? Die einzige Antwort der Wissenschaft darauf ist eine mysteriöse, dunkle Energie. Dunkle Energie ist noch merkwürdiger als dunkle Materie. Dunkle Energie bewirkt, dass das Universum sich immer schneller ausdehnt. Faster and faster with time. Diese Ausdehnung begann mit der Entwicklung des Universums und hat sich in den letzten Milliarden Jahren beschleunigt. Denn die dunkle Energie, die sie verursacht, hat mit der Zeit zugenommen. Die Kraft der Gravitation, die die Galaxien aneinander bindet, nimmt mit der Zeit ab, da der Raum zwischen den Galaxien stetig wächst. Anstatt die Ausdehnung des Universums abzubremsen, beschleunigt die dunkle Energie sie. Und sie tut das seit 4 oder 5 Milliarden Jahren. Eine schweren Nachbarn. Persische Texte aus dem 10. Jahrhundert erwähnen diese kleine Wolke am Himmel. Doch zu jener Zeit konnte man nicht ahnen, dass der Andromeda-Nebel eine eigenständige Galaxie ist, die 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt liegt. Es ist das am weitesten entfernte Objekt des Universums, das man noch mit bloßem Auge erkennen kann. Den Zusammenprall mit einer Zwerggalaxie könnte die Milchstraße überstehen. Doch das Aufeinandertreffen mit dem Andromeda-Nebel ist nicht nur unvermeidbar. Es wird auch die galaktische Landschaft für immer verändern. Die Gravitation, die produktivste Kraft des Universums, ist die Kraft, die den Andromeda-Nebel und die Milchstraße immer näher zueinander zieht. Irgendwann, in ferner Zukunft, werden diese beiden Spiraltitanen zusammenstoßen.
Die Milchstraße und der Andromeda-Nebel nähern sich einander mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Mehrere hundert Kilometer pro Sekunde. Sie sind noch sehr weit voneinander entfernt. Doch in einigen Milliarden Jahren werden sie sich im Weg stehen. Eine Kollision ist unausweichlich. Einzelne Sterne werden wohl nicht zusammenprallen. Dazu ist zu viel Platz zwischen den Sternen. Doch der Zusammenstoß wird gewaltige Auswirkungen auf die Milchstraße haben. Einige Sterne werden in das schwarze Loch in der Mitte geworfen und andere ins All geschleudert. Der ganze Nachthimmel wird sich dramatisch verändern. Die ständige Bewegung der Galaxien und der Zeitrahmen dieses Geschehens sind nur schwer zu begreifen. Der Andromeda-Nebel ist so nahe an der Milchstraße, dass die Gravitation sie näher zusammenbringt. Doch fast alle anderen Galaxien, die wir sehen können, bewegen sich von uns weg. Unserer Erfahrung nach wird bei einer Explosion alles vom Zentrum aus weggeschossen. Nur eines von Milliarden, wenn nicht sogar Billiarden im Universum. Das Hubble-Weltraumteleskop liefert großartige Bilder. Eine faszinierende Reise durch die Geschichte des Alls, beinahe bis zum Urknall zurück. Jeder Fleck, jeder Haufen, jede Lichtquelle. Milliarden Sterne hier, Billionen Sterne dort. Wenn Sie etwas über unseren Platz im Universum lernen wollen, dann werfen Sie einen Blick hinaus zu den weit entfernten Galaxien. Unser Universum, das ist Bewegung, Ausbreitung, Licht und Dunkelheit. Das Alter des Universums liegt bei etwa 13,6 Milliarden Jahren. Um das in einen Zusammenhang zu setzen, die Erde und das Sonnensystem sind über 4 Milliarden Jahre alt. Das Universum ist also mehr als dreimal so alt wie die Erde. In den unvorstellbaren Weiten des interstellaren Raumes werden weit entfernte Sterne vom unnachgiebigen Griff der Gravitation zusammengehalten. Über Milliarden von Jahren haben sich aus diesen einzelnen Sternen Galaxien gebildet. Eine Galaxie besteht aus mehreren hundert Milliarden Sternen, die keinesfalls nah beieinander liegen. Die Entfernungen zwischen ihnen sind riesig. Was mich immer wieder erstaunt, ist die enorme Größe der Galaxien. Sie sind unglaublich groß. Wenn die Sonne die Größe eines I-Punktes hätte, dann wäre unsere Galaxie so groß wie die Vereinigten Staaten. Sie sind gigantisch. Die Astronomen wussten schon immer, dass das Band aus Sternen und Staub, das sich über den Nachthimmel zieht, etwas Besonderes sein muss. Dies ist unsere Galaxie. Ein weißer Fleck, dem sie den Namen Milchstraße gaben. Dieses Lichterband besteht aus hunderttausenden Sternen, die man mit dem Auge nicht auseinanderhalten kann. Es sieht aus wie ein milchiger Fluss, daher nannten die antiken Griechen es die Milchstraße. Und eine gewaltige Bestie mit einem ungeheuerlichen Hunger. Eine Bestie, vor der es kein Entkommen gibt.
Im Herzen der Milchstraße liegt eine Region, die alles in sich einsaugt. Das ist der Punkt ohne Wiederkehr. Ein supermassereiches, schwarzes Loch. Ein schwarzes Loch ist ein astronomisches Objekt, in dem sich extrem viel Masse auf sehr kleinem Raum konzentriert. Seine Schwerkraft ist so stark, dass nicht einmal das Licht genug Energie hat, um auszutreten. Schwarze Löcher entstehen durch die Explosion eines gewaltigen Sterns. Dessen Kern dann zu einem schwarzen Loch zusammenfällt. Es gibt auch supermassereiche schwarze Löcher im Inneren von Galaxien. Wie massereich? Etwa 4 Millionen Mal die Masse unserer Sonne. Manchmal verschlucken schwarze Löcher ganze Sterne. Dadurch entstehen heftige Explosionen, die Gammastrahlenblitze genannt werden. Für einen Gammastrahlenblitz muss ein Objekt Milliarden oder sogar Billionen Grad heiß werden. Wir sehen also etwas unglaublich Heißes. In manchen Fällen waren die Galaxien um die 10 Milliarden Lichtjahre entfernt. Die Gammastrahlenblitze waren so hell, dass man ein Nachtleuchten gesehen hätte, wenn man mit einem Fernglas zur richtigen Zeit in die richtige Richtung gesehen hätte. Man hätte mit einem Fernglas etwas gesehen, was 10 Milliarden Lichtjahre entfernt am anderen Ende des Universums passiert ist. Stellen Sie sich vor, was das für eine enorme Explosion wäre. Wenn in der Mitte unserer Galaxie ein supermassereiches schwarzes Loch ist, lauern dann vielleicht in der Mitte aller fremden Galaxien auch solche schwarzen Löcher? Die neuesten Ergebnisse zeigen, in seinem Zentrum wurden 2 riesige Klumpen entdeckt. Seit Jahrhunderten werfen wir auf der Erde ein Auge auf unseren Billionen Sterne schweren Nachbarn. Persische Texte aus dem 10. Jahrhundert erwähnen diese kleine Wolke am Himmel. Doch zu jener Zeit konnte man nicht ahnen, dass der Andromeda-Nebel eine eigenständige Galaxie ist, die 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt liegt. Es ist das am weitesten entfernte Objekt des Universums, das man noch mit bloßem Auge erkennen kann. Den Zusammenprall mit einer Zwerggalaxie könnte die Milchstraße überstehen. Doch das Aufeinandertreffen mit dem Andromeda-Nebel ist nicht nur unvermeidbar. Es wird auch die galaktische Landschaft für immer verändern. Die Gravitation, die produktivste Kraft des Universums, ist die Kraft, die den Andromeda-Nebel und die Milchstraße immer näher zueinander zieht. Irgendwann, in ferner Zukunft, werden diese beiden Spiraltitanen zusammenstoßen. Die Milchstraße und der Andromeda-Nebel nähern sich einander mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Mehrere 100 Kilometer pro Sekunde. Sie sind noch sehr weit voneinander entfernt, doch in einigen Milliarden Jahren werden sie sich im Weg stehen. Eine Kollision ist unausweichlich. Einzelne Sterne werden wohl nicht zusammenprallen. Dazu ist zu viel Platz zwischen den Sternen. Doch der Zusammenstoß wird gewaltige Auswirkungen auf die Milchstraße haben. Einige Sterne werden in das schwarze Loch in der Mitte geworfen und andere ins All geschleudert.
Der ganze Nachthimmel wird sich dramatisch verändern. Die ständige Bewegung der Galaxien und der Zeitrahmen dieses Geschehens sind nur schwer zu begreifen. Der Andromeda-Nebel ist so nahe an der Milchstraße, dass die Gravitation sie näher zusammenbringt. Doch fast alle anderen Galaxien, die wir sehen können, bewegen sich von uns weg. Das ist eines der Ergebnisse der Galaxy Evolution Explorer Mission, kurz GALEX. Der Galaxy Evolution Explorer Satellit ist ein Teleskop, das die ultravioletten Wellen des Universums untersucht. Diese Wellen sind bedeutend für die Erforschung junger Sterne und ihrer Entstehung in Galaxien, die bis zur Hälfte des Alters des Universums entfernt liegen, somit viele Milliarden Jahre in der Vergangenheit. Im UV-Bereich sehen wir auch helle Lichterscheinungen, die entstehen, wenn ein Stern von einem schwarzen Loch verschluckt wird. Der Stern wird auseinandergerissen und das Gas des Sterns stürzt in das schwarze Loch. Ein Teil des Gases wird wieder mit hoher Geschwindigkeit ausgestoßen. Doch der Rest des Gases stürzt in das schwarze Loch, wird extrem erhitzt und entwickelt dabei dieses strahlende Leuchtfeuer aus UV- und Röntgenstrahlung. Durch GALEX konnten Suvi Ghezari und weitere Forscher beobachten, wie so etwas geschieht, 4 Milliarden Lichtjahre entfernt. GALEX, das Hubble und das Spitzer Weltraumteleskop bekommen bald einen neuen Nachbarn. Er wurde dazu entwickelt, Bilder von fremden Galaxien aufzunehmen. Das James Webb Weltraumteleskop soll ab 2013 im Einsatz sein und auf völlig neue Art das Infrarotspektrum untersuchen. Mit Hilfe dieses Teleskops hoffen die Wissenschaftler, durch den Nebel und die Sterne, die uns den Blick auf die Mitte der Milchstraße verdecken, hindurchsehen zu können. Dadurch soll ein genaueres Bild nicht nur unserer, sondern auch aller fremden Galaxien entstehen. Das James-Webb-Weltraumteleskop unterscheidet sich in 2 Punkten vom Hubble-Teleskop. Erstens ist es durch einen größeren Spiegel leistungsfähiger. Zweitens arbeitet es mit etwas längeren Infrarotstrahlen. Beiden ist jedoch gemeinsam, dass sie sich jenseits der atmosphärischen Turbulenzen befinden, die die Astronomen daran hindern, perfekte Bilder von 99% des Himmels zu erhalten. Die Erdatmosphäre ist turbulent, daher bekommen wir nur unscharfe Bilder. Einzelne Sterne werden wohl nicht zusammenprallen. Dazu ist zu viel Platz zwischen den Sternen. Doch der Zusammenstoß wird gewaltige Auswirkungen auf die Milchstraße haben. Einige Sterne werden in das schwarze Loch in der Mitte geworfen und andere ins All geschleudert. Der ganze Nachthimmel wird sich dramatisch verändern. Die ständige Bewegung der Galaxien und der Zeitrahmen dieses Geschehens sind nur schwer zu begreifen. Der Andromeda-Nebel ist so nahe an der Milchstraße, dass die Gravitation sie näher zusammenbringt. Doch fast alle anderen Galaxien, die wir sehen können, bewegen sich von uns weg. Unserer Erfahrung nach wird bei einer Explosion alles vom Zentrum aus weggesprengt.
Gibt es also einen leeren Mittelpunkt im Universum? Sind die Galaxien Granatsplitter, die vom Ort der Explosion wegfliegen? Nein. Und das ist das Außergewöhnliche. Innerhalb unseres Universums dehnt sich der Raum selbst immer weiter aus. Jeder kleine Raum, wie hier zwischen meinen Händen, unterliegt dem Druck der Ausdehnung. Diese Ausdehnung wurde 1929 von dem Astronomen Edwin Hubble nachgewiesen. Er legte damit den Grundstein für die moderne Astronomie. Das Universum dehnt sich mit der Zeit aus, auch der Raum selbst. Nehmen wir nun ein eindimensionales Beispiel für ein Universum. Hier haben wir ein hypothetisches Universum aus Tischtennisbällen, die die Galaxien darstellen. Wenn ich dieses Gummiband dehne, bewegen sich die Galaxien voneinander weg. Sehen Sie? Wir konzentrieren uns jetzt auf diesen hier. Die Bälle, die weiter entfernt sind, bewegen sich schneller als diejenigen, die näher dran sind. Denn es gibt mehr Platz zwischen diesem hier und denen, die weiter entfernt sind. Das ist ein gutes Modell für die Beobachtungen Hubbles. Zu einem gegebenen Zeitpunkt bewegen sich die weiter entfernten Galaxien schneller als die näher aneinanderliegenden. Beachten Sie auch, dass betrachtet werden kann. Sicher, aus der Sicht dieser hier bewegen sich alle von ihr weg. Doch beobachtet man nur diese hier, sieht man, dass sich alle Galaxien auch von dieser hier entfernen. Es spielt also keine Rolle, auf welcher Galaxie man sich befindet. Die anderen bewegen sich immer von einem weg. Genauso verhält es sich im gesamten sich ausdehnenden Universum. Keine Galaxie steht im Mittelpunkt des Universums. Früher dachte man, die Erde wäre der Mittelpunkt des Universums. Und alle Planeten und die Sonne würden sich um sie drehen. Die Sterne würden täglich einmal um die Erde kreisen. Dann entdeckte man, dass unsere Sonne nur einer von vielen Sternen ist, der durch das uns bekannte Universum zieht. Doch die Entdeckung von Hubble lehrte uns nicht nur, dass unser Planet einer von vielen Planeten ist, sondern auch, dass unsere Galaxie eine von vielen vermutlich sehr ähnlichen Galaxien ist. Dass unsere Galaxie nicht einzigartig ist, hat unsere Weltsicht grundlegend geändert. Doch was befindet sich in unserer galaktischen Nachbarschaft? Lernen Sie die lokale Gruppe der Galaxien kennen. Eine Gruppe mit ständig steigender Mitgliederzahl. Unsere lokale Gruppe ist ein Cluster aus etwa 3 Dutzend Galaxien. Unsere Milchstraße und der Andromeda-Nebel M31 sind die 2 dominierenden Galaxien. Die meisten anderen sind kleine Zwerggalaxien. Jede Galaxie umkreist eine kleine Gruppe von Satellitengalaxien. Die großen Galaxien kreisen wiederum umeinander, da sie durch die Masse der anderen angezogen werden. Die kleinen kreisen also um die großen, und die großen umkreisen sich gegenseitig. Es sind über 30 Galaxien, die alle um einen gemeinsamen Schwerpunkt kreisen. Die 2 bekanntesten Zwerggalaxien der lokalen Gruppe sind die kleine und die große Magellanische Wolke. Wissenschaftler gehen davon aus, dass diese Wolken dank der Schwerkraft unserer Galaxie die Milchstraße umkreisen. Die Schwerkraft ist